Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in The War of Fan unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir über einen Rare kriegen können, aber vorher müssen wir noch ein bisschen was sammeln und den Rare seht ihr schon einmal hinter mir am Flattern. Und ja, wir haben einmal hier Alunira, die müssen wir gleich umhauen, die ist aber geschützt von einer Barriere und diese Barriere müssen wir erstmal entfernen. Und ja, ich zeige euch erstmal, wo wir sind. Wir sind einmal in der ersten Zone aus The War of Fin, auf der Insel von Dorn. Und hier sind wir ganz am Anfang, wo wir auch ankommen, auf den Koordinaten 23, 57. Das ist hier auf diesem Berggipfel oben. Und hier ist es so, dass quasi der Rare einmal seine Kreise dreht. Um jetzt die Barriere entfernen zu können, brauchen wir ein paar Kristalle. Und zwar haben wir hier knisternde Splitter. Und davon brauchen wir insgesamt 10 Stück und wenn wir diese 10 Splitter miteinander kombinieren, dann tun wir ein Item quasi erstellen, und zwar Sturmgefäß. Und mit diesem Sturmgefäß können wir einmal den Schild hier quasi entfernen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Heißt, wir kombinieren das jetzt mal. Und ich erkläre euch nachher auch, wo wir die herkriegen, aber tun wir erstmal uns den Rare pullen, hätte ich gesagt. Also, hier haben wir den. Dann schießen wir einmal drauf. Jetzt wird er angreifbar, kommt auch zu uns. Und jetzt würde ich sagen, hauen wir den erstmal einmal um. Gut, sobald wir ihn umgehauen haben, können wir den dann einmal looten. Und derjenige, der quasi dieses Sturmgefäß entfernt, der bekommt zu 100% das Mount. Alle anderen, die mit in der Gruppe sind, die kriegen quasi kein Mount, aber man kann das Ding tatsächlich auch handeln. Und zwar kann ich euch das jetzt mal zeigen. Also wenn ihr in der Gruppe seid, könnt ihr das Mount... Ah nee, das kann man doch nicht handeln. Okay, dann wurde mir ein Käse erzählt. Also Rolle rückwärts, wir können das Mount doch nicht traden. Vielleicht hat Blizzard das auch gefixt. Naja, auf jeden Fall, der den Kristall einsetzt, der kriegt zu 100% das Mount. Das, soweit war es anscheinend schon mal richtig. Ich würde sagen, wir lernen das mal. Übrigens, mir wurde gesagt, wenn zwei Spieler gleichzeitig den rausholen, dann kann es sein, dass es nur einer kriegt. Also ihr müsst immer ein bisschen aufpassen, wenn ihr den auch mit einer Gruppe legt, schauen, dass ihr der Einzige seid, der quasi das Ding benutzt. Ne? Also da so ein bisschen gucken. So, also Mount haben wir gelernt. Wir schauen uns jetzt einmal an das Ding, Alunira. Da haben wir es. Und ja, das sieht quasi genauso aus wie auch der Rare an sich. Und ist eigentlich ein ganz cooles Mod, muss ich sagen. So, Dala, wo kriegen wir jetzt die Splitter her? Und zwar, die Splitter können wir von jeglichen Mobs im ersten Gebiet kriegen, also in der Insel von Dorn, jeglicher Mob. Das Ding ist, die sind relativ selten. Es kann halt sein, dass ihr für einen Splitter bis zu 2000 Gegner umhauen müsst. Also es kann schon eine ganze Weile dauern, ihr könnt euch darauf einstellen, dass ihr hier einige Stunden farmen müsst. Was ich empfehlen kann, sind zwei Dinge. Und zwar gibt es ja hier unten den Bienenfarm. Und da hatte ich ja auch schon ein Mount-Video zu gemacht, ne, wo man diese Pollen sammeln muss. Da würde ich empfehlen, das erstmal mitzunehmen. Da kriegt man währenddessen vielleicht schon den einen oder anderen. Und dann gibt es ja auch noch dieses Neruba-Mount, wo ich auch schon ein Video zu gemacht habe. Und Neruba kann man natürlich auch hier umhauen. Dafür muss man sehr, sehr viele Neruba töten. Und das kann man auch miteinander kombinieren. Und da gibt es hier unten eine Höhle mit einem Multispawn. Und ja, ich würde sagen, das zeige ich euch jetzt mal, wo der Spot ist. Da habe ich nämlich meine restlichen tatsächlich gefarmt. So, Dollar, dann sind wir an dem Spot angelangt. Und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 75, 38. Ich habe jetzt mal hier meinen Hunter Twink genommen. Wenn ihr das farmen wollt, ist ein Loadchar mit gutem Gear tatsächlich besser. Ne? Also der hat jetzt hier 520, also nichts Besonderes. Aber der skaliert halt wesentlich besser als ein Max-Level-Char. Könnt ihr nämlich auch hier mit Low-Level-Chars farmen. Und hier in dem Multispawn ist es quasi so, dass hier die ganze Zeit instant die Viecher nachspawnen. Seht ihr, wenn einer getötet wird, spawnt der nächste hier wieder instant nach. Und hier sind dann halt ein Haufen und die Low-Level-Char, seht ihr, kann ich jetzt hier die Viecher sogar one-shotten. Ja, also mit dem Main, der jetzt gegeert ist, klappt das noch nicht. Aber mit dem Low-Char schon, ja. Am besten will man sie aber nicht one-shotten, sondern hier zusammenziehen und dann halt immer looten. Und ihr seht, hier sind auch ein paar andere Leute. Wenn da natürlich eine volle Gruppe ist und die grau sind, macht es wenig Sinn, aber wenn ihr da mit wenigen Leuten seid oder einer eigenen Gruppe, dann könnt ihr das hier ganz gut farmen. Und der Vorteil, das sind Neruba, also wenn ihr das Neruba-Mount noch farmen wollt, das ich ja auch euch schon mal gezeigt habe, was wir quasi aus Ashkahed holen können, dann könnt ihr das da quasi auch mitnehmen. Falls ihr jetzt nicht wisst, von was ich rede, das ist ein Mount, das von Rare droppt, von Taktect.
Und da muss man einige Quests für machen und kriegt dann am Ende ein schickes Mount. Aber wie gesagt, habe ich auch schon wieder zugemacht, kann man mit dem hier kombinieren. Dann muss man das aber mit einem Max-Level-Char machen, um dementsprechend auch das Neruba-Mount mitnehmen zu können. So eine kleine Info am Rande, die Splitter droppen halt wie gesagt auch auf Low-Level-Chars und ihr könnt, wenn ihr mehrere Accounts habt, die theoretisch auch parallel farmen, ne? Denn die sind auch Kriegsmeuten gebunden, also ihr könnt die von verschiedenen Chars zusammenschicken. Ihr könnt auch einfach sagen, okay, ich farm das jetzt erstmal nicht, level hier mit einigen Chars durchs Gebiet und beim Leveln könnt ihr auch nämlich die Splitter schon mitnehmen. Gut, dann sind wir damit durch mit dem kleinen Mount Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr jetzt noch irgendeinen anderen Super-Duper-Spot habt, der vielleicht sogar besser ist als der, schreibt den gerne in die Kommentare, helft den Leuten aus der Community und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao!